einmal im Jahr so eine Schwerpunktwoche macht, da habe ich das Gefühl, da kann man die Leute viel mehr motivieren, dass sie was tun. Ich bin ganz begeistert über die Präsentation der Projekte, die die Schülerinnen und Schüler hier präsentiert haben. Sie haben wochenlang darauf hingearbeitet. Es ist gearbeitet worden, gebastelt, gesungen, gekocht. Sie haben wirklich tolle Projekte präsentiert. Und irgendwo ist das Motto ja auch, ich kann was bewegen. Es kann jede, es kann jeder, wir können alle etwas bewegen, wenn wir eben diesen Dingen so eine große Bedeutung beimessen. Das sieht man an all den Katastrophen, die in letzter Zeit und auch natürlich schon vorher passiert sind, wie wichtig es eigentlich ist, dass die Menschen sensibilisiert werden für das, was aktuell jetzt um sie rundum passiert, welche Möglichkeiten sie im Kleinen haben, um ihren Beitrag zu leisten. Ich denke, ganz wichtig, dass sich Konsumenten, Konsumentinnen bewusst machen, was sie einkaufen und wo sie einkaufen. Sie sollen zu der Bauern gehen, schauen, was es da gibt, wie die anbauen und dass wir auch unsere Bauern unterstützen. Das ist Meinungsbildung für die Leute, für die Bevölkerung. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man Stück für Stück da was erreichen kann. Was hast du heute bei der Klimashow gelernt? Hm? Dass man zu Fuß gehen soll oder mit dem Bus fahren oder sogar mit dem Fahrrad. Strom sparen und Geräte ausstecken, die man gerade nicht braucht. Und eigentlich ist es manchmal besser, weniger ist mehr, oder? Das stimmt. Das Festspielhaus widmet sich dem Thema schon seit einigen Jahren und wir sind drauf gekommen, dass wir nicht nur dadurch Geld sparen, sondern dass wir zufriedenere Mitarbeiter bekommen, wenn man sich um das Thema kümmert, weil es geht über dieses Umweltthema bei uns noch hinaus. Es ist auch der soziale Aspekt der Nachhaltigkeit zu berücksichtigen.